Die Deutsche Bahn tut etwas für den Straßenbau in Halle. Ein 500 Meter langes, neu verlegtes Stück der Bundesstraße 6 ist freigegeben. Heute Nachmittag können die Hallenserinnen und Hallenser endlich wieder die B6 befahren. Die Strecke ist auf diesem kurzen Abschnitt sehr komfortabel geworden und damit letztendlich auch verkehrssicherer. Allen eine gute Fahrt. Ein weiterer wichtiger Abschnitt ist heute erreicht. Vielen Dank an die Deutsche Bahn. Bisher verlief die Bundesstraße an dieser Stelle in einem S-Bogen mit einer engen Brücke. Im Zuge des Verkehrsprojekts VDE 8 mit dem kompletten Ausbau des Knotens Halle ist die Eisenbahnbrücke neu errichtet worden, damit die Züge schnell auf der Trasse Berlin-Nürnberg im Knoten Halle vorankommen. Der Projektleiter in Halle blickt auf die einzelnen Bauphasen. Baulich sind Zwischenschritte A im Prinzip der Verschub der Brücke im Rahmen der Totalsperrung im letzten Jahr 2016 und natürlich heute die Verkehrsfreigabe und die Rückgabe an die Bevölkerung der Brücke. Und in der Zukunft wird noch wichtig sein, im Oktober und Dezember des Jahres 2017 den Rückbau der alten Brücke. Und schon während der Eröffnungsreden haben einzelne Hallenser Bürger den neuen Verkehrsweg für sich entdeckt. Inzwischen läuft hier der tägliche Autoverkehr.